über Ihr und Euer Interesse an unserer Session und vor allem freuen wir uns darauf, jetzt gleich gemeinsam mit Ihnen und Euch in die Zukunft zu reisen nach 2035. Bevor gleich die fünf Zukunftsbilder für 2035 der fünf Teams vorgestellt werden, möchte ich gerne noch eingangs ein paar kurze Kommentare oder Hinweise zum Kontext geben, in dem diese Zukunftsszenarien entstanden sind. Nämlich zum Programm Half Divisions, wie Veronika gerade angesprochen hat. Wir sind hier im Juni 2022 mit Vision-Teams, mit Hochschulteams gestartet und aktuell in der zweiten Kohorte und haben hier eben in einem gemeinsamen co-kreativen Prozess, wir, das sind Changemaker, das heißt Studierende aus unserer studentischen Digital Changemaker-Initiative und Innovation Hub-Mitglieder des Hochschulforums Digitalisierung, gemeinsam mit eben statusgruppenübergreifenden Hochschulteams Zukünfte, wünschenswerte Zukünfte für die eigenen Hochschulen entworfen. Wir haben hier ganz unterschiedlich, mit ganz unterschiedlichen Futures Thinking Methoden gearbeitet, in Workshops, in Remote-Arbeitsphasen und eben da im hochschulinternen und eben hochschulübergreifenden Austausch diese Zukünfte entworfen, sind immer intensiver in die Zukunftsarbeit, in das Entwerfen von wünschenswerten Zukünften eingetaucht, haben uns im Prozess immer weiter konkretisiert und stehen jetzt gemeinsam mit den Teams an dem Zeitpunkt, in dem es darum geht, auch Maßnahmen zu entwickeln, um sich Aspekten dieser wünschenswerten Zukünften auch anzunähern. Im Rahmen des University Future Festivals werden die VertreterInnen der Vision-Teams der aktuellen Kohorte nun erstmals ihre Zukunftsszenarien vorstellen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie und Ihr im Nachgang auch noch zu unserem Netzwerktisch kommen möchtet, um da eben auch noch weiter in den Austausch zu treten und oder vielleicht über unseren Mattermost Workspace im Hochschulforum Digitalisierung unserer Community of Practice zu Zukunftsarbeit beitreten möchtet. So viel vielleicht erst einmal eingangs von meiner Seite und damit gerne auch direkt übergeben an die fünf Hochschulteams, die Vision-Teams der vier Hochschulen des Verbunds der Norddeutschen Universitäten. Damit, und ich sehe schon, Sarah, einmal nach München, nimm uns mit in die Zukunft. Ja, hallo, herzlich willkommen an der Hochschule München. An der Hochschule München gibt es bereits heute eine Campus-Rundfahrt für alle neuen Mitglieder der Hochschule München. Und heute laden wir Sie ein auf eine hybride Campus-Rundfahrt im Jahr 2035. Ja, 26. April 2035. Herzlich willkommen am hybriden Campus der Hochschule München. Das hier ist Neo. Neo ist 24 Jahre alt und Neo studiert im interdisziplinären Studiengang Informatik und soziale Systeme. Neo hat einen partizipativen Prozess durchlaufen und ja, engagiert sich als Mitglied für ein Team für lebenslanges Lernen. Und Neo befindet sich gerade an der Partnerhochschule der Hochschule München, nämlich an der California Polytechnic State University. Und Neo hat als Studierende der Hochschule München die hybride Campus-Rundfahrt mit vorbereitet. In dem Team für lebenslanges Lernen sind auch noch Professorinnen und Mitarbeitende der Hochschule München. Und diese Mitarbeitenden, die haben vor 12 Jahren diese HFD Vision Story geschrieben, nämlich Angelika, Jada, Christina, Hannah, Melissa und ich. Und wir sind alle vernetzt geblieben und haben uns weiterhin für das Thema studentische Partizipation eingesetzt. Und allen ist gemeinsam, dass sie die Zeit der Corona-Pandemie nicht vergessen haben. Und es ist ihnen besonders in Erinnerung geblieben, dass das soziale Miteinander ganz besonders wichtig ist, aber auch die Digitalisierung. Und deswegen hat die Hochschule München einen hybriden Campus und die Campusrundfahrt findet heute zum ersten Mal auch unter Einsatz
von neuer VR-Technik statt. Deswegen sind auch alle ganz aufgeregt und setzen sich heute zum ersten Mal Kontaktlinsen ein und betreten den hybriden Campus im HM Metaverse. Neo führt alle Teilnehmenden sowohl an der California State University versammeln sich Teilnehmende, als auch die Teilnehmenden am Präsenzcampus an der Hochschule München und führt durch das Programm. Und die Teilnehmenden erleben, dass Partizipation sehr stark gelebt wird, nämlich am Präsenzcampus in München gibt es ein neues Tiny House, das gebaut wurde in einem interdisziplinären Projekt aus Studierenden, Lernenden und Mitarbeitenden. Und dort gibt es digitale Flipcharts, wo alle ihre neuen Ideen auf die Flipcharts schreiben. Die Ideen werden sofort in das Metaverse übertragen und eine KI schreibt den Hochschulentwicklungsplan so weit vor, dass alle Mitglieder der Hochschule nur noch abstimmen müssen, über welche Ideen dann auch wirklich Eingang finden in den Plan. Ja, außerdem werden die Auswirkungen des Klimawandels immer weiter spürbar und von daher betreibt die Hochschule München Solaranlagen und im digitalen Zwilling können Personen, die sich freiwillig engagieren, bereits diesen Betrieb der Solaranlagen üben, damit sie, wenn sie dann vor Ort zum Einsatz gerufen werden, die Solaranlagen auch wissen, wie die funktionieren. Ja, insgesamt ist die Hochschule München in einer durch Digitalisierung und Klimawandel geprägten Welt davon überzeugt, dass neue virtuelle und lokale Lern- und Forschungsräume für lebenslanges Lernen im Campus Metaverse Menschen in der Welt Teilhabe an Wachstum und Bildung ermöglichen und studierendenzentrierte Lehre partizipativ gestaltet wird und Studierende die Möglichkeit haben, Lehrveranstaltungen selbst zu konzipieren, zu halten und somit werden die Kompetenzen der Studierenden gestärkt und Lust an Lehre gefördert. Und damit gebe ich direkt weiter zum nächsten Visionsbild an Hennes und Hannah. Das Jahr 2035. Die Menschheit kämpft gegen die Folgen des Klimawandels, die immer deutlicher zu spüren sind. Aber es wird auch intensiv nach Lösungen gesucht. Insbesondere die Wissenschaft hat in den vergangenen 10 Jahren weiter daran gearbeitet, Wissen und Ressourcen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Jasmin ist eine der Personen, die davon profitiert. Sie studiert Nachhaltigkeitswissenschaften nicht an einer einzelnen Universität, sondern an 9. Um die Qualität der Lehre und die neuesten Erkenntnisse im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz zusammenzuführen, haben sich nämlich die Hochschulen des Verbunds Norddeutscher Universitäten dazu entschieden, ein gemeinsames Studienprogramm auf den Weg zu bringen. Jasmin hat sich für diesen Studiengang entschieden, da sie nicht ortsgebunden sein möchte und ihr das Thema Nachhaltigkeit ohnehin sehr am Herzen liegt. Durch moderne didaktische Konzepte, asynchrone Veranstaltungen und Formen des digitalen Lernens und Zusammenarbeitens ist sie aktiver Teil der Universitätsgemeinschaft und kann gleichzeitig ihre individuellen Lebensumstände berücksichtigen. Global Classrooms erlauben es Jasmin, internationale Kontakte zu knüpfen und sich weltweit zu vernetzen. Ein unbeschränkter Zugang zu digitalen Lehrmaterialien, virtuelle Labore und die digitale Verbundsbibliothek ermöglichen Teilhabe unabhängig von sozialem und finanziellen Hintergrund, Geschlecht, körperlicher Beeinträchtigung oder mentaler Gesundheit. Jasmin profitiert von dem breiten Angebot der Verbundsuniversitäten, genießt eine Ausbildung, die die Vorteile und Qualitäten aller Standorte vereint und engagiert sich schon im Laufe des Studiums in gesellschaftlichen Diskussionen zum Thema Nachhaltigkeit. Teil einer Expertinnengruppe, die am Abend im Rahmen einer BürgerInnenversammlung zusammenkommt. Hier diskutieren VertreterInnen aus Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft in einem paritätisch besetzten Gremium aktuelle Herausforderungen der Region, die uns alle angehen. Und das partizipativ und offen. Heute geht es zum Beispiel um die lokale Versorgung mit Lebensmitteln. Dieser Begegnungs-
Ort biete Raum für Fragen, Austausch, aber auch die Chance, an gesellschaftlichen Friktionen zu arbeiten und als demokratische Gemeinschaft zu wachsen. Die Akzeptanz wissenschaftlicher Erkenntnisse, der sichere Mehrwert durch Veranstaltungen, die in Gesellschaft dringen und aus ihr kommen, verbessern die lokale Verflechtung wie auch den Stellenwert der Universitäten in der Region. Alle arbeiten zusammen an Lösungen, die gemeinsam getragen und verantwortet werden. Die hier gewonnenen Erkenntnisse werden national wie global diskutiert und ausgetauscht. So können regionale Lösungen aber auch an anderer Stelle implementiert werden. Unterstützt wird der Austausch durch regelmäßige Get-togethers, durch eine entsprechende technische Umsetzung und eine sprachsensible Simultanübersetzung anbietet, sowie durch speziell geschulte Personen, die als BotschafterInnen der internationalen Beziehungen fungieren. Im Rahmen ihres Studiums kann sich Jasmin ihre Arbeit in der Expertenrunde als Leistung anerkennen lassen. Vorbereiten konnte Jasmin sich in Ruhe in einem neuen multifunktionalen Bildungsraum. Diese sind ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Universitäten und bieten allen Lernenden eine individuell gestaltbare, barrierearme Lernarchitektur. Smarte Designelemente passen sich den Lernenden und ihren spezifischen Bedürfnissen an. Die Räume sind mit moderner Technik ausgestattet und verfügen über Zugang zu Räumen, zu Gestaltungssoftware und Open Educational Resources. Es gibt Bereiche für Gruppen, für Beratung, aber auch für Austausch und Pausen. Die enge Verzahnung aus wissenschaftlicher Forschung und praktischer Anwendung, aus regionalem Austausch und globaler Vernetzung, das macht für Jasmin den Mehrwert ihres individuellen Lernwegs aus. Das ist die Vision des Verbunds der Norddeutschen Universitäten für 2035. Hallo, ein schöner Gruß aus Nürnberg. Ich stelle Ihnen mit diesem Bild Tim vor. Tim ist Studentin an der Hochschule für Musik Nürnberg, an der das Wort Unterricht endlich nicht mehr stattfindet. Und zwar wird Unterricht an der Hochschule für Musik Nürnberg nicht mehr als ein Unterrichten einer Person, eines Meisters, einer Meisterin an eine Studentin oder einen Studenten verstanden, sondern die Hochschule für Musik Nürnberg versteht sich als ein Ort des Ausprobierens, des Lernens, des Experimentierens und des Verstehens. Tim hat Mut zu Fehlern. Und zwar bezieht sich da die Idee auf Miles Davis, der das in den 60er Jahren schon gesagt hat, dass es keine Fehler gibt eigentlich, sondern nur Zufälle oder Einfälle, die man anwenden kann, auf die man reagieren kann, aus denen man Neues schöpfen kann und somit auch die Kreativität in den Mittelpunkt stellen kann. Die Lehrkräfte im Hauptfachbereich Gesang, die ermutigen Tim dazu, dass ein eigener Weg als KünstlerInnenpersönlichkeit gefunden wird, aber auch, dass eine interdisziplinäre Auseinandersetzung heutzutage absolut essentiell ist und dann gelingen kann, wenn man aus Feedback lieber Feed-Forward macht und dann eben die Meisterin, der Meister insofern nicht mehr existiert, sondern ein Begleiter oder eine Begleiterin geworden ist, die der studentischen Expertise immer wieder Ideen gibt, die immer wieder auch eben Impulse für die Weiterentwicklung gibt, anstatt zu bewerten, was gut, was schlecht, was fehlerbehaftet war. Denn das erkennen die Studierenden von sich selber auch. Und es ist viel positiver, nach vorne zu blicken und dieses Feed-Forward als Impuls zu nehmen, selbst GestalterIn zu individuellen Bildungswegen zu werden und nicht mehr vorgelebt zu bekommen, wie es am besten geht und sich dann entsprechend anzupassen. Die Hochschule ist ein gemeinschaftlicher Raum geworden, in dem es nicht nur wertschätzenden Umgang und positive Kommunikationskultur gibt, sondern auch die Möglichkeit spontaner Begegnungen in Begegnungsräumen, sowohl vor Ort als auch online. Da haben wir also eine virtuelle Hochschule für Musik Nürnberg und eine Präsenzhochschule für Musik Nürnberg, in der man sich treffen kann und in der soziale und kulturelle Sensibilität
essentiell sind und in der Raum für Austausch und interdisziplinäre Kollaboration besteht. Und diese interdisziplinäre Kollaboration funktioniert dann nicht nur innerhalb der Musikhochschule, sondern auch mit den zunächst regionalen Hochschulen im Raum Nürnberg, mit der Friedrich-Alexander-Universität, mit der Technischen Hochschule Ulm, mit der neuen Technischen Universität der Akademie der Bildenden Künste und dann aber auch überregional durch gemeinsame internationale Studiengänge, englischsprachig, deutschsprachig und auch bilingual, in der der Forschungsgeist sich auch in ganz spezielle Fachbereiche weiterentwickelt, bis hin zu dem Umgang mit künstlicher Intelligenz und Musik, beziehungsweise Informatik und Musik. Kunst und Pädagogik an sich werden auch nicht mehr getrennt voneinander gesehen. Wir haben also nicht jetzt künstlerisch-pädagogische Studiengänge im Vergleich einer Hierarchie zu den künstlerischen Studiengängen, sondern es geht immer um die individuellen Schwerpunkte der Studierenden, die sie setzen möchten, bei der die Kompetenzen, die zu erwerben sind, individualisiert in verschiedenen Angeboten wiederzufinden sind. Und damit das gelingt, dieser individuelle Bildungsweg, der im Mittelpunkt steht, braucht es ein regelmäßiges Coaching, das dadurch gelingt, dass unsere Lehrenden in den verschiedenen Fachbereichen als regelmäßige Gesprächspartner zur Verfügung stehen, um auch Studienberatung zu übernehmen und dass die Lehrenden das auch wiederum immer wieder auf den eigenen Entwicklungsstand bringen können, gibt es selbstverständlich auch umfangreiche Weiterbildungsangebote für die Lehrenden, auch für die Verwaltung, um die Infrastruktur auch da weiterzuentwickeln und vor allem aber auch den Austausch nicht nur unter den Studierenden in den Ermöglichungsräumen gelingen zu lassen, sondern dann eben auch Austausch zwischen den Lehrenden, Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden und Austausch zwischen Verwaltung, Lehrenden und Studierenden zu ermöglichen. Und das war's aus Nürnberg und ich gebe weiter an die Hochschule Heidelberg. Hallo, herzlich willkommen aus Heidelberg. Zunächst ein paar Worte, wer wir sind, die SAH Hochschule Heidelberg, damit klar wird, warum unsere Vision so gut zu uns passt. Wir wurden 1969 gegründet und zwar ursprünglich, um Kriegsversehrte und Rehabilitanten zurück ins Berufsleben zu bringen. Und dieser Tradition fühlen wir uns auch heute noch verpflichtet. Wir sind eingebettet in einen großen Gesundheits- und Bildungskonzern mit 8 weiteren Hochschulen. Da gehören auch Krankenhäuser dazu, Pflegeschulen, Gesundheitszentren, Reha-Einrichtungen, Schulen. Und daher bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Das spiegelt sich auch in unserem Studienmodell wider, dem CORE-Prinzip, für welches wir 2018 den Genius-Loci-Preis für Lehrexzellenz bekommen haben. Und das herausragende Merkmal ist, dass wir studierendenzentriert lehren und dass unsere Lehrenden sich als Lernbegleiter und Lernbegleiterinnen verstehen. Soweit zu unserer Hochschule. Von der gesellschaftlichen Entwicklung gehen wir davon aus, dass die Individualisierung des Studiums weitere Bedeutung erlangen wird. Und dass wir mit einer zunehmenden Diversity und mit Fachkräftemangel konfrontiert sein werden. Und nun gebe ich weiter an Luis, der unsere Vision erläutert. So, dann erkläre ich euch erstmal die Szenerie. Das Bild stellt ein fröhliches Alumni-Treffen der Alumni der SAH Hochschule Heidelberg im Jahr 2040 dar. Die Gäste sind sehr gut gelaunt, da sie es durch ihre Ausbildung an der SAH geschafft haben, ihre Wunschjobs zu bekommen. Die Alumni sind, wie man sieht, total divers. Wir haben Jüngere, Ältere, wir haben verschiedene Nationalitäten und auch, da hinten sieht man es, Menschen mit Unterstützungsbedarf. Was man hier nicht gut erkennen kann, es sind auch Angestellte und Leitungskräfte sowie Menschen mit und ohne Studienabschluss dabei. Wie kann es jetzt sein, dass hier auch Menschen ohne Studienabschluss auf einem Alumni-Treffen sind? Naja, sie haben bei uns zum Beispiel ein Micro-Credential oder ein Badge erworben, welche Sie im Beruf weitergebracht haben. Kommt, ich nehme euch jetzt mal alle mit und wir unterhalten uns mit den Alumni. In der Mitte treffen wir Mohammed aus Afghanistan. Er ist 37 Jahre und hat an der SAH Informatik studiert. Er zeigt uns stolz auf seinem LinkedIn-Profil sein Badge im Bereich KI, den er während des Studiums durch Wahlfächer zusätzlich erworben hat. Mit diesem war es ihm möglich, trotz starker Konkurrenz zu einem Bewerbungsgespräch bei seinem Traumjob eingeladen zu werden und letztendlich hat er den Job auch bekommen.
Rechts sieht man Martina. Sie ist 51 und Abteilungsleiterin im Bereich Marketing. Sie erzählt uns, welchen Nutzen die Weiterbildungsangebote der SAH für die Mitarbeitenden und somit ihre Firma hatten. Durch die immer weiter fortschreitende Klimakatastrophe war es ihr wichtig, das Thema Nachhaltigkeit in der Außenkommunikation zu platzieren. Gemeinsam mit der SAH konnte Martina einen Nachhaltigkeitskurs entwickeln, der von ihren wechselnden Mitarbeitenden seit 5 Jahren erfolgreich besucht wird. Mit dieser Maßnahme konnte die Werbung für Produkte der Firma so verändert werden, dass der Umsatz um 12% gestiegen ist. Und links haben wir Marc. Mit 30 Jahren ist er ein selbstständiger Architekt und erzählt begeistert, wie er sich sein Studium individuell zusammensetzen konnte und somit neben des Architekturstudiums auch Raumpsychologie, Buchforschung und Entrepreneurship als MCMB in seine Zukunft mit einbringen konnte. Spezialisiert ist er nun auf die Wirkung des Raums, auf die Psyche und bekommt heute viele Aufträge von Startups, denen das Arbeitsklima wichtig ist. Der Slogan des SAH-Konzerns lautet Leidenschaft fürs Leben. Wir wollen durch eine höhere Durchlässigkeit und mehr Möglichkeiten, sich sein Studium maßgeschneidert zusammenzubauen, einen Beitrag dazu leisten, dass die Chancengleichheit in Deutschland gefördert wird und soziale Ungerechtigkeiten minimiert werden. Danke fürs Zuhören. Ich gebe weiter an die nächste Gruppe aus Berlin. Willkommen in der Metropole Berlin im Jahr 2035. Auf dem Bild links sehen wir Kim. Wir wissen nicht, ob sie eine Frau oder ein Mann ist. Und ehrlich gesagt, die Person weiß es gerade auch noch nicht so genau. Aber was sie weiß, ist, dass sie First Generation Student ist. Sie ist die erste Person in ihrer Familie, die studiert. Und darauf ist sie richtig stolz. Aber sie ist sich auch unsicher, ob sie den Anforderungen eines Studiums gewachsen ist. Sie hat sich für ein Studium an der Berliner Hochschule für Technik, kurz BHT, mitten in Berlin-Wedding entschieden. Und das aus mehreren Gründen. Die BHT hat sich in den letzten Jahren zu einem sozialen Campus entwickelt, an dem sich Studierende unabhängig von Herkunft, Bildungsstand und geschlechtlicher Orientierung sicher fühlen und unterstützt und motiviert lernen. Dieser Bildungsaufsteiger stehen besonders abgestimmten Unterstützungsangebote zur Verfügung. Unter anderem werden Mentoring-Programme angeboten, in denen Studierende in höheren Semestern und auch Alumni der Hochschule mit First-Generation-Students zusammenarbeiten, um ihnen bei der Bewältigung von Herausforderungen zu helfen. Die Unterstützung der First-Generation-Students geht mit der gelebten Diversität an der BHT einher. Es gibt zahlreiche weitere Initiativen zur Förderung von Diversity und Chancengleichheit. Der ASTA organisiert aktiv soziale Veranstaltungen, die dazu beitragen, die Integration von First Generation Students in die Hochschulgemeinschaft zu fördern und ihnen ein unterstützendes soziales Netzwerk zu bieten. Ein weiterer Grund für Kim, an die BHT zu kommen, ist der Einsatz fortschrittlicher Technologien in der Lehre. Die Hochschule bietet verschiedene flexible Studienmodelle an, bei denen die Studierenden zwischen Online-, Blended- und Hybridkursen wählen können. Die personalisierten Lernumgebungen der Hochschule sind auf die individuellen Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten. Diese interaktiven und kollaborativen Lernumgebungen ermöglichen es, interdisziplinäre Projekte durchzuführen und innovative, kreative Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Der Einsatz von unserem Echtzeit-Feedback-System hilft den Studierenden, ihre Lernfortschritte zu verfolgen und ihre Lernergebnisse zu verbessern. Die Hochschule hat virtuelle und erweiterte Realität in ihre Seminarräume integriert, sodass die Studierenden realistische Simulationen komplexer ingenieurwissenschaftlicher Probleme und Experimente erleben können. So können Studierende beispielsweise virtuelle Labore besuchen und komplexe Konzepte auf ansprechende Weise erlernen. Ein weiterer Beweggrund für Kim, an die BHT zu kommen, sind unsere tollen Lehrenden, die nicht nur ExpertInnen auf ihrem Fachgebiet sind, sondern auch hervorragende PädagogInnen und LernbegleiterInnen. Sie lehren ganzheitlich mit modernen Lernmethoden und unter Einsatz modernster Technologien.
In diesem interaktiven und motivierten Lernumfeld erwerben die Studierenden nicht nur technische Fähigkeiten und Selbstlernkompetenzen, sondern auch unternehmerische, soziale und kulturelle Kompetenzen. Toll findet Kim auch, dass der Campus eng in dem Stadtteil Wedding integriert und Teil der lokalen Gemeinschaft ist. Es gibt viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen der Hochschule, Partnerunternehmen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. Kim findet, dass die BHT selbstbewusste, kreative und kommunikationsstarke Absolventinnen hervorbringt. Sie hat das Gefühl, an einer Hochschule angekommen zu sein, die zu ihr passt. Ein Kommilitone erzählt ihr, dass eine Gruppe von 6 aktiven Hochschulmitgliedern diese Hochschulvision bereits im Jahr 2023 entwickelte. Kim findet die Namen im Internet. Es waren 2 sehr engagierte Studierende dabei, Selina Lüftner und Remy Sokolowski. Außerdem waren dabei Maike Olsen-Rackhaus für die strategische Hochschulentwicklung, Lena Ziesmann, die Leiterin des Referats Qualitätsmanagement, Martina Mauch, die Leiterin des Kompetenzzentrums Digitale Lehre und der damalige Vizepräsident Professor Dr. Pumpe. Kim schaut ihrem Studium an der BAT erwartungsvoll entgegen. Damit gebe ich zurück an die Moderation.